hier ist wieder Ernst FM. Ich bin Chrissy und diesmal bin ich hier mit Daniel. Hallo. Und wir sind beim Fuchsbau-Festival und sitzen dieses Mal mit der Dame und den Herren von der Band Mogelbaum. Und Mogelbaum, da kommen wir gleich zu unserer ersten Challenge für euch. Wir haben nämlich was vorbereitet, nämlich Pokémon-Raten. Sehr gut. So, und oder so fit sind, weiß ich nicht. Ja, schauen wir mal. Wir fangen gleich an mit dem ersten. Wir zeigen das mal kurz. Weiß ich. Ja. Glumanda. Richtig. Das Einzige, was ich kenne. Das Zweite, einmal kurz in die Kamera. Ich kenne das nicht. Okay, das ist schwierig. Anton. Richtig. Richtig, sehr gut. Und jetzt wird's noch schwieriger. Jetzt wird's schwierig. Der nette Herr. Okay, ich denke, das ist die erste Entwicklung von Bisasamus. Es könnte Bisou Knosp sein, aber ich keine Ahnung, ich block die Antwort noch nicht ein, ich gebe nochmal weiter. Es könnte das Feuer-Pokémon sein. Zungon vielleicht. Aber. Fast. Fast, ja? Ist es vom Feuer-Pokémon? Ist es nicht Glumanda auch? Wir waren bei Er befriedigt alle, aber. Ja, er nennt sich Schlurp. Schlurp, so. Ach ja. Also, nee, wir haben schon zwei richtig und einen nicht gewusst. So, jetzt kommen wir zum dritten. Ah, der sagt immer seinen Namen. Also, das ist noch kein heißer Tipp für die Erratung des Pokémons. Irgendwas mit einem Tropfen, glaube ich. Das ist eine Attacke tatsächlich, ja. Wir haben uns vorbereitet. Das ist eine Attacke mit einem Tropfen. Okay. Okay. Oh, ihr habt also aber auch direkt... Wo? Wohin genau? Richtig! Aha! Wohin genau, sagt er immer. Ich kenne die Folge. Nummer 4, ein ganz special Pokémon. Das Publikum lacht uns bestimmt dafür aus, dass wir die ganzen Pokémon nicht kennen. Wir sind halt bei Mogelbaum sehr aufgeklärt, aber was jetzt die anderen Pokémon angeht... Okay, sieht aus wie ein Drache. Ich hätte mich halt vorbereitet, wenn ich das gewusst hätte. Da wollten wir euch ja auf den Zahn fühlen. Ja, ich habe leider nur die italienische Version gespielt, aber ist das Pokémon nicht Lugia oder so? Right. Ja, richtig! Sehr gut! Wahnsinn! So, und als letztes natürlich, ganz abgefahren. Okay, das ist Sodovo im Englischen und Mogelbaum im Deutschen. Richtig!